Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. Wie versprochen sind wir jetzt wieder in Monteriggioni, um unser Geld von der Bank zu holen. Und mal gucken, ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, ich gehe erstmal zum Schmied. Mal schnell gucken, was die Rüstung kostet. Weil das habe ich schon wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis vom Feinsten. 26.000, gut. Also 19.000 brauchen wir, um uns die Rüstung zu kaufen. Ansonsten gehen wir nochmal kurz nach Forli und da haben wir, glaube ich, noch ein paar Auftragsattentate gehabt. So. Hallo, Claudia. Salute, Claudia. You here to look at the book? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte zur Bank. Warum spreche ich mit dir überhaupt? Danke trotzdem. Ja, bis bald. Reicht nicht. Gut. 7.000 brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen doch noch nach Forli. Schade. Ich dachte, das können wir uns sparen. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nie. Hey. Der ist nie so schön umgefallen wie die Frau. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er auch mehr Muskeln hatte. Romagna, genau, da wollen wir hin. Letztens hatte ich ja den Fehler gemacht und bin nie in den hinteren Teil, sondern in den vorderen Teil zum Stadttor gegangen. Und da musste man ja noch so ewig laufen, bis wir bei den Auftragsattentaten waren. Aber diesmal müssen wir nicht ganz so weit laufen. Schauen wir mal. Genau, hier haben wir die Auftragsattentate. Verschwörer will ich ja nicht. Aber hier seht ihr nochmal das Verschwörernetz. 3, 4 leben noch und der Rest ist grau hinterlegt, also tot. Hier wollte ich hin, genau. Und das war, wollte ich eigentlich die alle. Ach naja, ist egal. Bekanntheitsgrad kann ich eigentlich auch anlassen, plus die Ökonomie, und da haben wir ja nur noch, genau. Ja, machen wir einfach mal so. Ach ja, hier hinten haben wir damals Katharina Sforza gerettet. Das waren noch Zeiten. Da hat der alte Doge noch gelebt. Aber dafür auch noch einige unserer Gegner, die jetzt nicht mehr leben. Aus mysteriösen Gründen. Eine Taube. Bei Ankunft tot. Girolamo Riario will einen Agenten zum Papst schicken. Stellt sicher, dass dieser Agent niemals die Stadt verlässt. Mal gucken. Wenn er freundlich ist, lasse ich ihn vielleicht gehen. Die haben ja alle so coole Namen. Ezio, Girolamio, wie auch immer. Sag mal, wo ist denn der? Ist der innerhalb oder außerhalb der Stadtmauern? Innerhalb. Da möchte man auch innerhalb der Stadtmauern suchen und nie außerhalb. Oh. Halt, ich will dein Geld.
Man muss nicht gleich beleidigend werden, nur weil man sie mal aus Versehen umrennt. Aha. Hier irgendwo hält er sich auf, der gute Mann. Frage ist, wo hält er sich auf, der gute Mann? Da ist eine Feder. Wir gehen mal auf die Dächer. Aha, da haben wir ihn. Ich habe ein Opfer, deswegen. Und das Opfer rennt, na toll. Kommst du her, du? Du kannst mir nie entkommen. Was war das denn? Kannst du rumspringen, wie du willst? Was? Wo ist mein Opfer? Mein Opfer ist oben. Schnell hoch hier. Nee, mein Opfer ist unten. Nee, mein Opfer ist oben. Hä? Oh, wir haben keine Medizin mehr, sehe ich gerade. Du kommst mir nie weg, Freundchen. Ich krieg dich. Ja, ja, ich dich auch. So. Mein Opfer ist tot. Mehr wollte ich gar nie. Und wir verschwinden jetzt ganz galant. Nehmen uns noch die Feder und tschüss. Na gut. Nie ganz so schön, wie Lorenzo es sich vielleicht vorgestellt hat. Aber das Ziel ist erreicht. Wir haben bloß keine Medizin mehr. Das könnte mir eventuell das Genick brechen. Aber ist jetzt erstmal egal. Haben wir echt nicht mehr? Ne, haben wir gar nicht mehr. Ah ja, was soll's. Können wir später immer noch kaufen. Florin brauche ich noch und dann... Oder eigentlich 4000 circa. Lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig. Geh zum Licht. Girolamo Riario hat einen neuen Kommandanten aus Venedig angehört. Er bewacht den Leuchtturm an der Küste. Eliminiert ihn. Oh, Leuchtturm. Gut, dann gehen wir zum Licht. Ob der oben drauf ist auf dem Leuchtturm? Nee, ist er nicht. Sonst wäre das Fadenkreuz blassrot. Irgendwo beim Leuchtturm hopp da rum. Ach, guck mal hier. Wieso kommen wir hier nie hoch? Guck mal hier. So. Ach, guck mal, der ist doch oben, hä? Plötzlich und unerwartet hat sich die Farbe geändert. Hier haben wir eine Gondel. Gucken wir mal. Hier irgendwo eine Wache rumhoppt. Bis jetzt sehe ich nur Stein. Ja, hoppt eh eine Wache rum. Zwei Wachen sogar, oh je. Erst die eine. Die andere hat uns gesehen, schade.
tschüss, geh schwimmen. Und ich natürlich hinterher. Warum auch Nina? So. Was denn jetzt? Ach nee. Hallo und tschüss. Was denn, das hat er jetzt nie gesehen? Also, die Wachen, die die hier haben, sind sehr kompetent. Man springt über sie hinweg und sie sehen einen nicht mehr. Okay, hier haben wir jemanden. Den ignorieren wir jetzt mal. Mist, er hat uns gehört. Er hat uns auch nie gesehen. Das ist der Hauptmann, hä? Kuckuck. Das hat er nie gesehen? Was ist mit dem falsch? Hä? Was war da denn los? Dreht er sich einfach weg? Ich kann es gar nicht fassen. Ach, und wir haben immer noch einen Auftrag. Theoretisch könnten wir uns jetzt die Rüstung holen, aber ich glaube, mit 26.100 haben wir immer noch, oder 200 knapp, haben wir immer noch zu wenig Geld. Deswegen, falls wir jetzt irgendwie noch eine Schatztruhe finden, nee, machen wir nie, aber wir gehen nach Monterey Journey. Sparen wir uns das einfach, gehen wir einfach nach Monterey Journey, holen uns, was Claudia für uns in der Kiste hat, in der Truhe, und da haben wir immer noch genug Geld. Dann um Medizin zu kaufen und eventuell noch so ein paar kleine Waffen. Monterey Journey, genau. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle jetzt auch schon wieder eine Folgenpause. So wie beim letzten Mal, da sind wir ja auch nach Monterey Journey gegangen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mal wieder in Monterey Journey. Wieder? Ja. Klingt irgendwie komisch. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!